Jo Leute, hier ist euer Johnny mit einem neuen Metro Let's Play. Danke fürs Einschalten und ja, wir sind noch immer dabei, unseren netten kleinen Schwarzen zu fangen, zu retten, man weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt gerade auf dem Weg zum Schicksalsfluss, wie es unser Freund nennt. So, und dazu müssen wir durch den eigentlich abgesperrten Tunnel, der aber eigentlich doch nicht so abgesperrt ist, wie man sieht. Und ich ziehe jetzt schon mal hier mein Nachtsichtgerät aus, weil hier ist ja relativ dunkel drin. So. Rein geht's. Müssen wir vorsichtig sein. Okay, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir hier ein paar Telepathen zu Gesicht bekommen werden. Oh, ja, so viel dazu. Da hätten wir ja schon mal einen Kandidaten. Ein verlassener Ort. Da hinten war was, glaube ich. Ich habe es ganz genau gesehen. Naja, Leute, während wir hier uns durch die Metro schlagen, dachte ich mir, könnte ich mal wieder ein wenig rumerzählen. Also, zum Beispiel war das jetzt für mich vor einem Tag. Wenn ich das Video online stelle, wird es etwas länger her sein. Und zwar kam dann der Multiplayer-Trailer von Battlefield 4 raus. Und ich muss sagen, ich bin noch immer geflasht, weil das sieht so genial, hammer, mega geil aus. Das ist einfach nur unglaublich. Diese Grafik, die da umgesetzt wurde, man kann die ganze Umgebung für sich benutzen. Wow. Hörst du das? Ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf. Aber jetzt geht's erstmal fett gegen Telepath. So. Wie konnte der sich denn jetzt abrollen? Das will ich ja auch können. Der hat sich gerade nach vorne gerollt. Kann ich das auch? Bewegung. Seitlich nach links. Kriechen. Springen. Oh, ist ja unfair. Der kann sich rollen, aber ich nicht. Das ist ja scheiße. Hi! Ganz schlau, die Telepathen. Ne? Der eine geht auf mich, der andere auf mich. Ist schon ziemlich schlau gemacht hier, das Spiel, wa? Waren sie das? Die erste Front haben wir, glaube ich, besiegt. Doch nicht? Doch, sieht gut aus. Dann erzähle ich mal weiter. Zum Beispiel kann man ganze Gebäude zum Anschluss bringen lassen. Fuck, das war noch immer nicht die ganze Welle. Man kann ganze Gebäude zum Einschuss bringen lassen. Und es gibt U-Boote jetzt zum Beispiel, die man fahren kann, also über Wasser auch. Und es gibt was, das ganz Neues in der gesamten Spieleszene. Und zwar ist das, dass man sogenannte Commander in einem Team hat. Ach du Scheiße. Lass uns gehen. Ist ja gut. Also ein Commander in einem Team hat, diese Commander haben dann so eine Art Tablet bei sich. Das Tablet wird ja in solchen Online-Ego-Shootern immer beliebter zum Einsatz gebracht. Kennen wir ja schon aus COD. Mit den Killstreaks. Und ja, dieser Commander hat dann zum Beispiel die Macht, bestimmte Aktionen zu steuern, wie zum Beispiel jetzt Raketen auf feindliche Panzer zu schicken und so ein Zeug alles. Dadurch wird das ganze Spiel weitaus kooperativer und das Team muss wirklich zusammenarbeiten, um auch wirklich zu gewinnen. Da ist etwas hinter den Spinnrädern. Ah, hier. Du hast so recht, mein Freund. Das ist wirklich was. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Feuerzeug richtig geil finde. Oh, Alter, hier ist aber was Fettes irgendwo. Ich habe kein Messer, ey. Dann nehme ich mal kurz eine Brandgranate. So. Ja, also hier ist doch was. Faszinierend. Was denn? Ist das ein Zeichen? Also, meinst du den Totenkopf? Das Gitter ist verrostet. Schlecht befestigt. Also der Totenkopf sieht nicht so gut aus, ne? Hilf mir hier mal, Artyom. Ich komme, mein Freund. Hau rücker. Eins, zwei. Brenn sie weiter ab, Artyom. Ja klar, ich bin hier der Spießgesell, der alles für dich machen muss, ne? Mal ein bisschen Licht an, Licht ins Dunkel bringen. Sieh nur, Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Der ist am Water.
Hoffentlich kommen hier jetzt nicht so hässliche Wassermonster-Kreaturen-Dinger. Naja. Da ist was. Da war was. Da ist was auf mich zugekommen. Ich habe das genau gesehen. What the fuck? Dunkelheit umgibt uns. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Ich hasse es. Hier sind immer irgendwo so Leute, die dann Licht ausschalten können. Oh, und mein Nachtsichtgerät, weil es bald über irgendwelche Energiesachen läuft. Aber ich habe ja noch mein tolles Feuerzeug in Patronenhülsen vor. Das ist sowieso das Beste. Welche Orte, ja. Ich frage mich, ob diese dritte Waffe, die dann kann man ja so Leute lähmen, ob das auch bei Telepathen wirkt. Wow. Du kannst dran gehen. Ich glaube, es ist für dich. Alter, ich fühle mich gerade extrem wie ein Saw. Hammergruselig. Wow. Mir läuft gerade eiskalt den Rücken runter, Leute. Ey. Okay, dann gehen wir mal ins Telefon. Ja, hallo, wer ist denn da? Hallo, siehst du das? Ach ja. Hä? Was? Zum Teufel? Was ist meine Mutter? Warum hat sie angerufen? Also ich bin gerade echt extrem verwirrt. Boah. Dieses Spiel, also es war ein wieder mal so ein Moment, der extrem lustig war. Welches Wasser? Wir sind doch schon im Wasser. Naja. Aber so wie es aussieht, gibt es wohl noch mehr Wasser. Du wiederholst dich. Und rein da. Wasser. Geh ins Wasser. Und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern würdest. Denk an den Schwarzen. Alter, ist das jetzt hier so ein... Hab keine Angst. Komischer. Es ist richtig, dass du hier bist, Artyom. Ey, so langsam verstehe ich echt gar nichts mehr, aber ich mache jetzt einfach mal. Geh weiter! Ja, ich gehe. Denk an den Schwarzen! Ich denke an den Schwarzen. Awesome. Schwarzer. Ich denke an dich. Du wäre mir geleitet. Wow. Toll. Jetzt bin ich irgendwie voll am Absinken. Crazy. Down ist... Wow. Lol, wo sind wir denn hier? Lol. Lol. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das hier ist das Ende von Metro 2033. Da, wo wir kurz auf diesen Turm stehen, die Atombomben gestartet haben. Lol, wir sind hierher gekommen, crazy. Da unten ist die Stadt der Schwarzen. Das ist der Moment, an dem du wieder gestartet hast. Sinne, da bist du. Boah, ist das geil. Der Fluss wird dich reinigen, dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Okay. Du kannst es. Wähle dein Schicksal und sei frei. Ich wähle mein Schicksal, aber wie wähle ich denn? Habe ich so Möglichkeiten, so A, B, C oder D? Wow, wo sind wir jetzt schon wieder? Das war ihr Zuhause. Ach, der Schwarzen. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Boah, scheiße. Was ist das da? Aha. Sieh mal, da ist er. Ach, der Schwarze ist das. Ihm nach. Ja, ich lauf doch schon. Du bist zu langsam für mich. Schneller. Ja, der kann aber springen, das ist unfair. Hallo, ich möchte mit dir reden. Ja, lol. Bleib stehen! Wie soll ich da denn nicht hochkommen? Ja, aber ich weiß nicht, wo lang es soll. Ah, hier lang. Nee. Wo ist denn der jetzt? Wo bist du hin? Niemand. Eine Sackgasse. War das hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Ich glaube am Anfang, du musst ja. Du es noch einmal versuchen, Artyom. Was denn? Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug.
Und jetzt kommt wieder der Fluss der Zeit und spürt uns davon. Ihm nach, lauf! Alter, ist das geil. Geil gemacht, das muss ich sagen. Ja, ich laufe. Komm schon, gib Gas, mein Freund. Schneller, vor dir. Ja, ich sehe ihn doch. Ja, jetzt bleibst du wieder stehen. Achso, oh. Wir haben ihn fast eingeholt. Ihm nach. Hey, wie sollen wir denn darüber? Wir wollen dir doch nichts Böses. Mann. Hey, schleuderst du mich dahin? Oh, scheiße, ich falle. Nein. Ich falle. Wusa. Ich falle ziemlich langsam, fällt mir gerade auf. Ah doch, jetzt geht's schneller. Ich will nicht in die Magma. Nein. Toll, jetzt ist gleich das Ende von Metro und ich bin tot, oder was? Jetzt bin ich wieder in diesem Fluss. Gott, ist das crazy. Alter, alter, alter. Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt. Was sollte das jetzt? Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Okay, das war gerade ziemlich crazy. Der Schwarze ziemlich nah. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Okay, wir sind mit einem Fluss in die Zeit gereist. Das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie, keine Ahnung, Magical Pony. Zu spät. Oh ja. Das heißt, hier war irgendwer. Scheiße. Am besten sollten wir versuchen, nicht durch diese Büchsen zu kommen. Also, ne? Wisst schon. Fuck, das wollte ich nicht. Weil die Büchsen sollen wahrscheinlich die irgendwie aufmerksam machen. Welcher Zug? Ach, der Zug. Gut, also. Na los, spring auf! Ab in den Zug. Ich hoffe, der hat genügend Licht. Wir brauchen jetzt dieses Wunder, Artyom. Denk an alles, was ich dir über den Schwarzen gesagt habe. Du musst ihn retten. Und dann rettet er vielleicht uns alle. Okay, der Schwarze ist unsere einzige Hoffnung. Und ich werde ihn befreien. Bei meinem Wort. Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Karls Monte waren da. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an den Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Den letzten Engel. Der letzte schwarze Engel. So sieht's aus. Aber der Zug ist hier irgendwo. Ich habe das im Gefühl. Okay, dein Gefühl, dem vertrauen wir jetzt einfach. Das ist der Zug. Fuck. Kommt er von hinten? Wo ist denn der Zug? Oh. Ich krieg grad ganz. Oh, scheiße. Ah, Feindkontakt. Voll dabei. Ja, ich hab sie. Ja, einen Moment. Ja, ich hab die. Yes. Wo? Okay. Okay, Alter, das ist hektisch. Oh, scheiße. Das sind verdammt viele. Okay.
gut, also alles wieder an mir. Wasser! Ich kann fliegen! Okay. Auf geht's! Das einzige oder der einzige, der hier ist, noch fix ist Pavel. Ich nehme jetzt hier mal diese neue, die andere Waffe. Ich glaube, mit der habe ich mehr Chancen. So One-Shot-Kill-mäßig. So meinte ich das, genau. Ihr braucht euch mir nicht entgegenzustellen. Ich bin besser als ihr. Da hinten ist auch noch einer. Ist diese Waffe nicht toll? Oh, ich liebe sie. Ah, das kann ich gar nicht genug oft sagen. Ich wollte die nur ein bisschen aufpumpen, damit wir mehr Chancen haben. Und wo ist der nächste Feind? Komm her. Ah, diese Musik im Hintergrund, ne? Also auf die muss man jetzt auch nochmal eingehen, ne? Neuer Eintrag, Tabulator. Kahn. Ich weiß nicht. Ich lese das jetzt mal nicht vor, weil ich finde das immer bei Gronkh relativ langweilig, wenn das vorliest. Nichts gegen Gronkh. Ich liebe Gronkh, ne? Also, dazu kann man natürlich nicht sagen, Gronkh ist einer der besten Let's Player. Überhaupt. Hä, wo ist der denn, der Gegner? Ach, da hinten. Wollen die mich verarschen? Ich glaube, ich ziehe erstmal mein Nachtsichtgerät aus. Also. Ah, sehe ich auch nicht besser mit. So, jetzt aber. Scheiße. Alter, das sind so viele, da verliert man über extremsten Überblick. Ist ja gut, mein Freund, ey. Leute, ey. Wie das abgeht, das Spiel, das ist echt einer der besten Singleplayer, die ich je erlebt habe. Und glaubt mir, ich habe ja schon einige Spiele gespielt, aber das ist echt eins meiner Favorites geworden. Ah. So, vielleicht könnte ich auch noch mal ganz kurz einen Exkurs geben über uns, den Buschmann Clan insgesamt. Wie sind wir überhaupt zu diesem, ich sag jetzt mal, oh, diesen sehr interessanten Namen gekommen, der Buschmann Clan. Das ist ja wirklich etwas, ich sag mal, Besonderes. Ja, man muss das, darf das nicht interpretieren als irgendwie anstößliche Bezeichnung. Und nein, es liegt auch nicht an Bastians Kopffrisur, das wir uns so genannt haben. Es liegt daran, dass mal bei, schlag mich tot, wenn es nicht stimmt, COD einen Clan gegründet haben, der B-Man Clan, also der Buschmann Clan. Wow! Oh, Scheiße! Oh, fuck. Ah, da ist der Schwarze! I want to help you! I am a friend! Ja. Ich habe die Hand von ihm. Wow! Wo bin ich? Das ist wieder, glaube ich, so ein anderer Zeitraum, damit wir nicht durcheinander kommen. Das ist, glaube ich, ganz am Anfang an von Metro. Da wird das gezeigt. Und jetzt wird es nochmal aufgegriffen. Mama! 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 Artyom! Liebling, du bist ja so groß geworden. Die spricht und bewegt ihren Mund nicht. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Jetzt habe ich mich an das Gesicht der Mutter erinnert. Ich bin jetzt ganz alleine. Jetzt weiß ich's, ja. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert.
und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. I'm sorry. Nein, 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 der ist jetzt tot, oder was? Nein. Oh Gott, was für ein Showdown. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass unser Freund auftaucht. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Ein Kind, okay. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen. Aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Ist das hier ein Zeichen von Reue? Von Zuneigung zu einem Außerirdischen? Vielleicht entwickelt ihr Artyom einen kleinen Fetischismus. I don't know. Aber ich sag, sehr interessante Wendung. So Leute, ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Also wir nähern uns ja jetzt wirklich dem Ende, glaube ich. Ich habe das Gefühl. Und ich will aber noch nicht, dass es vorbei ist so bald. Und ja, aber erstmal sage ich meinen altbewährten Spruch. Johnny is out of the house.